Als ich morgens zu der Tour aufgebrochen bin und mich ins Auto gesetzt habe, habe ich niemals gedacht, dass ich diese Sachen zu sehen bekomme. Maschinen, die in meinen Augen in ein Museum gehören, Mücken, die mich von oben bis unten auffressen. Ist das hier das Mückenhaus oder was ist das hier für ein Scheiß? Alter Schwede, ey. Und ein Haus, in das ich mich niemals alleine reinwagen würde, weil es einfach zu gefährlich ist. So Leute, das ist jetzt hier zwar nicht die erste Location, aber hier im Vorbeifahren, hier an der Straße, ist mir das Gebäude hier ins Auge gesprungen. Das sieht zwar schon mega zerstört aus, aber ich finde es trotzdem vielleicht mal interessant anzuschauen. Ich würde erst mal sagen, wir gucken uns das Gebäude hier an. Ja, sieht schon sehr, sehr einsturzgefährdet aus, aber im Blick da rein riskieren schadet uns ja nicht, ne? Ob man überhaupt da reinkommt. Mal schauen. Okay, hier sind wir schon mal auf jeden Fall drin. Ja, da sieht mir hier nicht ganz so sicher alles aus. Aber wir können uns ja trotzdem hier mal umschauen, was das überhaupt mal früher hier war, ey. Keine Ahnung. Okay, hier haben wir auf jeden Fall schon mal sehr viel in so einem Müll rumliegen oder so. Gucken wir uns das ganze Gerümpel mal hier aus der Nähe an, was da so alles hier gibt. Ja, hier haben wir auch so zwei alte Fernseher. Die sehen mir aber richtig alt aus, hier die beiden Schmuckstücke. Dann haben wir hier noch so einen Tisch liegen. Autoteile, so wie das hier aussieht, sieht aus wie so eine Stoßstange. Und hier eine Matratze, die hier rumliegt. Und hier haben wir auch mal so einen mega alten Fernseher, schon hier voll mit Schimmel. Dort auch ein Fernseher, der zweite. Hier geht es auf jeden Fall weiter. Okay, der sieht hier aus wie so ein Wohnzimmerschrank. Hier haben wir so ein paar Bierflaschen stehen. Verschiedene Kinderbücher, Grimms Märchen, krass, ne? Puzzle 20 von 26, zwei Stück. Dort haben wir auch ein Puzzle, alles für Kinder auf jeden Fall, so wie das hier aussieht. Nochmal hier so eine Zigarrenbox oder so. Handmade in Dominikanische Republik, rauchen, ja, wahrscheinlich irgendwelche Zigarren oder so. Hier genau das gleiche, wahrscheinlich auch irgendwelche Zigarren, Zigarillos drin oder so. Hier auch, genau nochmal das gleiche. Krass. Oder hier, Leute. Guck mal. Ein richtig schönes Auto hier. Krass, ne? Ah, hier vorne auf jeden Fall schon kaputt. Ja, sonst haben wir wirklich nur irgendwelche Klamotten liegen. Was Interessantes ist noch das hier. Hier, das ist so eine alte Kasse. Noch mit dem Schlüssel. Aber doch. Hier sogar in so einem Kassenbon noch drin, Leute. Machen wir wieder zu. Zack. Das war früher wahrscheinlich hier die Eingangstür oder so. Ja, Leute, da guckt euch die Decke an. Ne, alle schon hier eingestürzt, also weiter oben gehen wir auf jeden Fall nicht. Hey Leute, hier stellt sich echt die Frage, was war das mal hier? Vielleicht so eine kleine Firma oder so? Was Großes war das ja hier nicht. Und das ist bestimmt auch schon sehr, sehr lange verlassen, wenn man sich hier da die Decke anguckt, wie eingestürzt das alles schon ist. Ach, das sieht, finde ich, auch schon irgendwie richtig geil aus, ne? Wir gehen nochmal da hoch, gucken uns da noch ein wenig um. Wow, Leute. Nur das Erste, was mir so ins Auge springt, guckt euch das mal an hier. Da ist so eine Puppe, wo schon der Kopf abgerissen ist. Irgendwelche Autoteile, vielleicht mal so eine kleine Werkstatt hier gewesen. Das hier sowas vielleicht wie eine Hebebühne. Das hier, keine Ahnung. Und hier, Leute, haben wir das Spielzeug hier, was hier oben drauf steht. Was war das denn nicht mal für ein Auto hier? Vielleicht so ein Golf oder so. Aber von der Größe könnte es vielleicht sein, sowas wie ein VW Golf oder so. Ja, aber wenn ich mir, das waren ja früher hier die Lichter drinne, da. Und da oben, dann kann das hier schon auf jeden Fall kein Golf sein. Vielleicht ein Renault oder so. Wenn sich damit irgendwie einer auskennt und das irgendwie auf den Anhieb erkennt, was das hier für ein Auto sein könnte, der kann das auf jeden Fall in die Kommentare mal reinschreiben, Leute. Weil hier haben wir auch auf jeden Fall das identische Auto. Selbst von der Farbe sieht das
genauso aus wie das da hinten. Also ich würde sagen, in der Halle sind wir hier durch. Da hinten, also draußen haben wir ja noch eine Halle, wo wir mal eben reinschauen können. Und noch so ein kleines Häuschen. Das gucken wir uns auch auf jeden Fall mal schnell an. Okay Leute, hier sind wir auf jeden Fall in dem Haus drin. Ich mach mal die Tür hinter uns zu, weil wenn sie wieder aufgeht, dann höre ich das auf jeden Fall. Ja, hier haben wir auf jeden Fall schon so eine Garderobe, diesmal. Ja, das ist auch ein Anzeichen, dass hier auch Kinder gelebt haben, ne? Wahrscheinlich von einem Mädchen. Kinderschuhe hier noch. Dann haben wir hier auch noch so einen Stiefel. Und dann geht es hier auf jeden Fall direkt rein. Ja, auch. Sogar noch diverse Möbel da, haben wir auf jeden Fall schon ordentlich zugemüllt hier. Hier so eine Riesenuhr, die da steht. Und da war früher wahrscheinlich der Kamin. Ja, und das, wo wir uns hier drinnen befinden, ist wahrscheinlich das Wohnzimmer. Aber das sieht schon auf jeden Fall ziemlich mitgenommen aus. Deswegen huschen wir einmal schnell hier durch und dann geht's weiter. Ja, hier geht es auf jeden Fall aus dem Wohnzimmer in das nächste Zimmer. Und was mir hier direkt auffällt, diese beiden Fernseher, die sehen ja schon auf jeden Fall neuer aus. Da hinten ist auch hier so Plasma-Bildschirm. Auf jeden Fall auch schon moderner als die Fernseher, die wir da in der Fabrik oder was auch immer gesehen haben. Okay, das hier ist das Badezimmer. Das hier, was wir hier noch haben, ist hier Zahnpasta. Da liegen hier noch die Rasierer, da die Zahnbürste. Dann hier so eine kleine Bürste. Dann hier auch das nächste Zimmer, so wie das hier aussieht, an diesen Aufklebern, die hier an der Tür ist. Das ist wahrscheinlich mein Kinderzimmer. Ja, das sieht auf jeden Fall so aus, aber hier liegen, warum auch immer, ganz schön viel Kleinholz. Und hier dran sieht man auf jeden Fall, dass es hier ein Kinderzimmer war, wahrscheinlich von einem Mädchen. Ja Leute, ich habe mir die Halle dann nochmal angeguckt. Die ist komplett leer, da ist nichts drin. Deswegen, ich würde sagen, wir machen uns auf zu der nächsten Location. Ja Leute, hier sind wir auf jeden Fall wieder an der nächsten Location. Ein verlassenes Haus, könnt ihr genau hinter mir sehen. Da ist das schöne Stück, auf jeden Fall alles schön eingewachsen hier. Mal schauen, was uns da drin erwartet. Irgendwelche Hühner hier, habt ihr es gehört? Was für Hühner sind denn hier unterwegs, ey? Und hier haben wir auf jeden Fall eine Tür. Aber die ist auf jeden Fall verschlossen hier. Die Tür geht hier auch nicht auf. Ja Leute, dann haben wir hier. Aber ehrlich gesagt, guckt euch mal die Decke hier an. Hier gehe ich alleine auf jeden Fall nicht rein. Ich glaube, das kann jeder schlaue Mensch nachvollziehen, dass ich jetzt hier nicht reingehe. Ja Leute, wir gehen jetzt auf jeden Fall hier um das Haus drumherum. Boah, wie viel Müll hier einfach liegt, ne? Die ganzen paar Viecher, die hier hochkommen, ey. Boah. Guck mal Leute, seht ihr die Viecher? Ist alles voll von diesen Kackmücken. Alter, boah. Ja, und auf jeden Fall kann man hier dran aussehen, dass hier irgendwelche Kinder gelebt haben in diesem Haus. Hier so ein Kuscheltier. Dann haben wir da so ein Bär liegen. Hier haben wir auch so einen Kopf von einem Bär. Krass. Auf jeden Fall auch das nächste Fenster, was auf ist. Aber ich weiß nicht, ey, wenn ich mir so das Ganze da angucke, ne? Ich hab echt irgendwie gar keinen Bock da reinzugehen, ehrlich, ey. Und diese Mückball, hast du diese scheiß Mücken, ne? Ah, ist das hier das Mückenhaus oder was ist das hier für ein Scheiß? Alter Schwede, ey. Und diese Mücken, die fressen mich hier gerade auf. Boah, Leute, was ist das denn hier? Vielleicht, weil das Haus direkt hier in so einem Bach liegt oder so, ey. Boah, Leute, Alter, ich weiß nicht, könnt ihr sehen? Guckt euch das mal an hier. Scheiße, Mann, schnell da durch. Boah, Leute, ich habe noch nicht mal Bock zu reden, weil mich hier die ganzen Mücken auffressen. Ach komm, scheiß drauf, ich geh mal ein Stück rein.
Alter. Hier, guckt euch das mal an hier. Hier, was ist das alles? Irgendwelche Bücher, Papiere. Ja, sieht auf jeden Fall schon mal sehr interessant aus. Da hinten hier der Schrank. Aber hier die Treppe. Da geht auf jeden Fall eine Treppe nach oben. Da kommen wir nicht mal hoch wegen den ganzen Büchern, die hier liegen. Krass. Guck mal, Leute, erfolgreich. Heimwerken. Ja, da hat Jana wahrscheinlich mal versucht am Heimwerken oder so. Hat aber, glaube ich, nicht ganz funktioniert hier. Ehrlich. Uah. Ich muss weg hier, Alter. Uah. Alter. Leute, das wird hier nichts. Die scheiß Dinger, die fressen mich hier auf. Ich würde sagen, wir machen uns auf jeden Fall in die nächste Location. Ich hoffe, das wird auf jeden Fall besser sein als das Horror-Ding da. Also das ist auf jeden Fall Horrorhaus der Mücken oder so. Komm Leute, wir machen uns auf jeden Fall zu der nächsten Location. So Leute, da sind wir auf jeden Fall an der nächsten Location. Die befinden sich genau hier im Wald. Ich muss jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen mich mal beeilen, bevor hier ein Auto kommt. Und dann mal schnell hier reinbiegen. Und dann würde ich sagen, hoffentlich kommen wir auch da rein, so wie ich mir das gedacht habe. Aber hier ist auf jeden Fall schon mal so die Location. Könnt ihr euch schon mal so ein Stück angucken. Und zwar hier. Ja, ihr hört schon auf jeden Fall eine vielbefahrene Straße hinter mir. Aber ich würde jetzt mal versuchen, irgendwie mal den Eingang da zu finden und dann da mal reinzukommen. Okay, Leute, hier sind wir auf jeden Fall schon mal hier auf dem Gelände. Das hier war wahrscheinlich früher das Haupttor. Hier kann man das Ding auf jeden Fall schon viel besser erkennen. Ich würde mal sagen, wir machen uns jetzt mal schnell da rein, bevor uns hier irgendeiner sieht, dass wir hier draußen rumspringen. Also das Ding, das hat hier schon mal auf jeden Fall was. Ist zwar richtig gut mitgenommen, das Ganze hier, vor allem hier das Dach. Kann man schon richtig gut sehen. Also wenn es draußen irgendwie zu windig ist, dann würde ich mich hier drin aber nicht so reinwagen. Dann kann sein, dass hier dir so direkt so ein Brett mal auf den Kopf fällt. Aber hier haben wir auch auf jeden Fall so richtig uralte Maschinen. Aber richtig geil. Hört euch das mal an hier. Ne? So die haben die angetrieben. Oder für was genau? Vielleicht haben die irgendwelche Eisenteile hier ausgestanzt oder so. So wie das hier aussieht. Also hier muss man auf jeden Fall auch die Augen aufhalten, weil wenn man hier guckt, guck mal Leute, da ist einfach hier so ein Loch im Boden, wenn du da reintrittst, auf Wiedersehen, Junge, da ist alles voll mit Wasser, da gehst du auf jeden Fall erstmal baden. Ja Leute, guck mal hier, hier haben wir auch noch uralte Dinger stehen, wirklich. Das ist wirklich alt. Richtig krass. Ja, das ist auch irgendwie so eine Stanzmaschine, hier wurden früher wahrscheinlich, das ist halt die Presse, da wurden hier für irgendwelche Teile dann ausgestanzt. Hier sieht man ja noch die Reste liegen. Das war wahrscheinlich dann der Abfall. Und dann ging das hier. Hier der Motor, der hat wahrscheinlich das Ganze hier gesteuert. Kann man irgend so ein Datum hier erkennen. Antrieb, Fabriknummer, Baumform, Typ, Schmierung. Aber hier steht auf jeden Fall nichts vom Baujahr. Schade, schade, ey. Hier haben wir auch so ein schönes Teil. Richtig krass. Die Dinger haben hier wahrscheinlich früher richtig Lärm gemacht hier. So sah das Ding hier von der anderen Seite aus. Hier haben wir auf jeden Fall noch Knöpfe. Jetzt weiß ich auch nicht, was die Knöpfe jetzt genau für. Vielleicht hier runterfahren, hochfahren, vielleicht anhalten oder so. Weiß ich auch nicht. Hier steht ja auch leider nichts mehr. Das ist Geschichte, Leute, wirklich. Das hier, was hier rumsteht, das gehört normalerweise in ein Museum. Aber ist schon einfach krass, ne? Dass man sowas einfach hier stehen lässt. Naja, wir schauen uns mal weiter um. Muss man auf jeden Fall aufpassen auf dem Boden, dass man nicht irgendwo ist. Dann ist man auf jeden Fall weg. Wow Leute, was war das denn für ein Ding? Ne? Also auf jeden Fall hier auch. Kann man aber nicht mehr drehen. Komplett eingerostet hier. Aber das sieht wirklich sehr interessant aus, das Teil hier. Ich frage mich, wie das hier angetrieben worden ist. Da laufen irgendwelche Rohre. Ja, wirklich sehr, sehr interessant. Ich würde gerne mal wissen, wie das Teil hier angetrieben worden ist. Also in meinen Augen ist das hier Geschichte. Nichts anderes.
Guck dir das mal an, wie das denn hier aussieht, ne? Das ist schon richtig geil, wirklich. Wahrscheinlich dann selber hier irgendwelche Teile dann hier reingelegt und dann weiß ich nicht, hier vielleicht drauf gedrückt oder hier drauf gedrückt, dass es dann runterging. Ja, ich will gar nicht wissen, wie viele Leute an solchen Maschinen irgendwelche Hände, Finger oder sonst noch irgendwas verloren haben. An so einer Presse zu arbeiten ist wirklich nicht ohne, ehrlich. Weil wir da noch so ein Büro, glaube ich, so wie das hier aussieht. Schauen wir uns das mal an. Das sieht mir hier wirklich aus wie vielleicht so ein Büro früher vom Vorarbeiter oder so. Dann habe ich hier so einen Zettel gefunden, auf jeden Fall noch von D-Mark. Ersparnis pro Jahr 4.224 D-Mark. Was ist das denn? Ja, ich glaube, so wie das hier aussieht, ist es ein Verbesserungsvorschlag von einem Mitarbeiter. Also so wie das hier drauf steht, einen Arbeitsgang gespart hat, weil er halt eine Idee hatte und dafür 4.224 D-Mark. Kassiert hat. Ja, finde ich gut. Ne? Haben wir bei uns auch. Aber bis jetzt hatte ich noch keinen Verbesserungsvorschlag, der Geld wert war. Na, wahrscheinlich der Vorarbeiter hier gesessen und dann konnte er schön aus dem Fenster gucken, wer genau seine Arbeit macht und wer nicht. Na, Leute, guck mal krass. Da ist sogar so eine Liege, wahrscheinlich wenn irgendein Arbeitsunfall hier war oder so. Da wurde derjenige auf jeden Fall dann hier verarztet. Ach Leute, guck mal, jetzt habe ich schon hier irgendwas Gruseliges gefunden. Guck mal hier, das ist hier so ein Stein, ne? Guck mal, da ist auf jeden Fall der Tod drauf gemalt. Ich habe auch so ein Tattoo auf meinem Arm. Also vom Tod habe ich keine Angst. Aber den nehme ich mit. Leute, guckt euch das mal an, hier das Fenster hier. Geil. Ja, hier ist soweit, glaube ich, nichts mehr drin. Hier vielleicht noch so ein Loch. Okay. Wir haben auf jeden Fall so einen Kessel stehen. Vielleicht für die Heizung oder so. Da wahrscheinlich der Öltank, das große Ding da. Ja, hier hat es auf jeden Fall auch schon gebrannt, Leute. Da sieht man es an der Decke. Da geht komplett entlang bis da hinten hin. So Leute, hiermit sind wir auf jeden Fall auch fertig mit dem Video. Das war mal ein bisschen was anderes. Drei Locations in einem Video haben wir auch noch nicht gehabt. Wenn euch so ein Format gefällt, dass ich mal unterwegs bin, vielleicht mal nicht nur eine Location aufnehme, sondern zwei oder drei oder vielleicht sogar noch mehr, schreibt das mal gerne in die Kommentare, weil das würde mich auf jeden Fall interessieren. Das hat mir auch persönlich mehr Spaß gemacht, weil ich einfach bei jeder Location dann die Kamera mitgenommen habe, ob da was draus wird oder nicht. Ist ja am Ende egal, aber dass ihr ungefähr so einen Einblick bekommt, wie das so aussieht, wenn man unterwegs ist auf einer Lost Place Tour. In diesem Sinne, Leute, so wie immer, Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Euer Roman, macht es gut.